Heute sind wir, man kann ja schon deine Farben hier ahnen, bei Rot-Weiß Essen. Schon über 1 Kilometer vom Stadion entfernt ist alles voller Aufkleber. Hier im Hintergrund sieht man schon den letzten Flutlichtmast vom alten Georg-Melches-Stadion. Das neue Stadion an der Hafenstraße wurde an derselben Stelle gebaut und fasst ca. 20.000 Zuschauer. Und heute schauen wir uns mal von innen an und gucken, was die Fans von RWE, aber auch die mitgereisten Fans aus Saarbrücken, hier in der dritten Liga für eine Stimmung machen können. Auf der Westtribüne sind natürlich einige Sticker zu sehen, manche mit einer besseren, andere mit einer eher schwierigen Message. Aber jetzt erstmal das Spiel und die Stimmung in Essen. Viel Spaß. Wobei ihr mich heute natürlich nicht mitschreien hört, weil ist halt kein Dortmund-Spiel. An der Stelle muss man auch mal die Fans vom 1. FC Saarbrücken loben, die auf dem Montagabend in der dritten Liga über 320 Kilometer reisen und das mit ordentlich Motivation, Lautstärke und auch dem ein oder anderen Feuerwerkskörper.
So, und damit war's das aus Essen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ich als nächstes hin muss. Bis dann. Ciao.